Noch immer mit Muskelkater, noch immer neben Otto. Nächste Session, Let's Fun SimCity. Und immer noch die gleichen Städte, in denen sich immer noch nichts getan hat. Genau. Bei mir bauen sie noch fröhlich. Ich warte ja nur die ganze Zeit darauf, dass ich hier endlich mal irgendwas Touristenmäßiges hinbauen kann, können, wollen würde. Ich glaube, die ersten Sachen könntest du theoretisch schon bauen. Zum Beispiel wenn ich eine Glücksspielhalle. Ja, ich will keine Glücksspielhalle, ich will genau das da will ich bauen, das Messegelände. Ja, das ist ein bisschen teuer. Ja, das will ich nämlich bauen, weil dann kann ich nämlich Rockkonzerte geben, weil dann wird nämlich hier Eddie, der Killmaster und Eddie und die ganzen Herrschaften von Brutal Legends werden dort natürlich dann auftreten und werden dort ihren Gastauftritt hier in SimCity haben. Werden speziell eingeladen, nur genau. Weil eingeflogen, durch die Zeit gereist. Genau. Genau. Das heißt, wir werden uns jetzt beide noch von einem Bühnenaccessoire auf den Kopf fallen lassen, damit wir die Leute einladen können und dann kommen sie. Genau. So, ich glaube, jetzt haben wir unsere Bullshit-Skala ordentlich übersprungen. Ja, sie ist richtig nach oben geschnellt jetzt. Halt. Ja, apropos nach oben geschnellt. Ich bin inzwischen hier bei 8000 die Stunde. Oh, war ja. Wo stehst denn du gerade mit 2000? Das muss ich mal 2200 ein paar Sackfeste. Ja, Strom habe ich, Wasser habe ich hier on ton. Abwasser habe ich definitiv nie ein Problem jetzt die nächsten 10 Jahre hier. Schaut zum polizeitechnisch aus. Gefängniszellen sind auch okay. Gebäude ohne Strom. Ja, ich weiß, ich habe gerade den Strom ausgeweitet. Jetzt warte ich nur darauf, dass das Ding anfängt zu laufen. Okay. Kapazität ist auch vom Krankenhaus bei mir okay. Also bei mir läuft alles relativ flüssig und gut. Aber das war bis zu der Größe, wo ich es jetzt habe. Das ist ein bisschen größer wie bei Otto. Weiß nicht, vielleicht kannst du mal drüber schwenken. Kann ich gleich mal machen. Ja, erstmal jetzt ich mir sofort. Ich brauche erstmal noch einen Wasserturm. Ja, genau. Weil sonst habe ich ein Wasserproblem. So, ja. Jetzt können wir mal schauen, wie es auf die Entfernung seine Stadt aussieht. Wenn genau. Wenn man hier sieht. Da. Da, die kleine Insel. Genau, also auf die Größe. Jetzt ist der Berg gerade mitten im Weg. Ja, okay. Bis zu der Größe läuft bei mir immer alles super, aber sobald ich... Danach kracht das irgendwie ran und keiner weiß warum. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und das Schöne ist, ich habe vorhin gemerkt, in der letzten Aufnahme kann es sein, dass ich ein bisschen zu leise gekommen bin, aber jetzt bin ich ein bisschen lauter, weil jetzt bin ich halbwegs hip, weil ich habe mir doch tatsächlich einen Kaffee geholt, den ich letztens vergessen habe. Ja. Nachdem ich festgestellt habe, dass unsere Kaffeemaschine für den Arsch ist. Ja. So, dann sehen wir mal, wie hier es bei Doc so schön aussieht gerade. Genau. Sein Rathaus, das ein Upgrade verfügbar hat angeblich. Schon wieder? Ja, bei mir, aber... Tatsächlich. Da habe ich nicht aufgepasst. Tja. Es kommt bei mir so schön Feuerwerk. Finde ich aber schade, dass man das nicht sieht irgendwie. Ja, also ein bisschen mehr live hätte man das schon machen können. Ja, oder so. Wozu muss man online spielen, wenn es dann doch alles auf dem Rechner läuft? Mhm. Hier sehen wir die französische Polizeistation aktuell. Ja, genau. Das sind die hier. Genau. Franzosen. Ja, die sollen ja offiziell einen kleinen Tick schneller bei den Verbrechern sein und denen helfen, nicht mehr einzubrechen als die normale Polizei. Hier zumindest, wenn man jetzt die offizielle Lesensart da rausnimmt, weil die ganzen Städtesets, die haben ja so kleinere Vorteile. Nicht jetzt so marginal, dass die voll imbar sind, sondern wirklich so hier die französische Polizei. Wie gesagt, die Autos sind anders und... Er hat auch schon einiges mehr an Strom stehen als ich. Ja, genau. Ich brauche auch einiges mehr an Strom. Aktuell bin ich, ja, sagen wir mal, in 10% Überschuss. Mhm. Ungefähr. Ja, du hast immer noch Arbeitslose anscheinend, weil sonst würden sie nicht zu mir wandern. Nach dem Ding hier oben. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hab da jetzt auf die Arbeitslosenzahlen noch nicht so wirklich drauf geachtet. Also die Liste sagt mir 1200 Arbeitslose. Wow. Ja, tatsächlich. Ich habe 1000 Arbeitslose. Was habe ich hier sonst noch? 1800 Schüler. Die alle nicht versorgt werden. Lieferaufträge insgesamt habe ich 8000, 6000 davon nicht erfüllt. Ja, und deswegen schreien sie so nach Industrie. Das Problem ist bloß, stellst du mehr Industrie hin? Ja. Aber ich habe insgesamt keine unzufriedene Industrie. Ja. Unzufriedenheit ist bei 0.
Ja, bei mir können sie im Zweifelsfall ihre Ware, die sie zu viel produzieren, schön in die Handelsdepot stopfen. Ja, und bei mir habe ich 800 unzufriedene Ladenbesucher knapp. Oh, ich habe aber auch ein paar Arbeitslose. Stelle ich gerade so mal nebenbei fest. Ja, aber bei dir ist die Zahl noch dreistellig. Ja, genau. Aber ich habe auch unzufriedene Ladenkunden. Da muss ich aber mal was machen, wa? Das heißt, ich werde jetzt irgendwo hier im Park hinpflanzen und schauen, dass ich die Mittelschicht bekomme. Zumindest ein bisschen was. Das bringt dir aber in Sachen Ladenbesucher nichts oder so. Ja, aber jobtechnisch, die Industrie und so. Aber ich habe jetzt 160.000. Das bringt dir aber auch weiterhin nur Arbeitslose. Ich glaube, ich kann jetzt hier das Messegelände. Ja, das Messegelände kann ich tatsächlich bauen. Was ja Gott sei Dank überhaupt nicht übertrieben groß ist. Bevor ich das Messegelände baue, wäre es, glaube ich, geschickt, vorher noch irgendwas Bustechnisches hinzubauen, damit die Leute auch hinkommen alle. Es gibt doch nichts über super. Es gibt nichts über richtig, richtig guten Kaffee. Boah. Herrlich. Vor allem, ich schaue hier, weil ich überwache hier nebenbei mit einen Aufschlag. Ab und zu habe ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt so wegdrehe, dann ist es relativ wenig. Also ich muss mich tatsächlich hindrehen, das ist gut zu wissen. Das heißt, ich muss immer Richtung Mikrofon sprechen. Das heißt, ja, ich muss den Otto angucken. Ja, also ich bin jetzt schon ein paar Tage hier und hier riecht schon langsam komisch. Spaß. Nee, so schlimm ist es nicht. Ich finde es sehr interessant. Ich habe unzufriedene Kunden, aber ein Geschäft beschwert sich über fehlende Kunden. Wahrscheinlich fehlen im Geschäft die unzufriedenen Kunden und die unzufriedenen Kunden wissen noch nicht, wo sie ihren Frust ablassen sollen. Anscheinend. Ja. Boah, ich bin schon bei 34.000 Einwohner und. Oh ja. So, ich baue jetzt auf alle Fälle mal hier so eine Busgesellschaft hin. Die baue ich. Wo baue ich die eigentlich hin? Nehme das E-Werk ist schlecht. Gute Frage, wo pflanze ich denn die da hin? Ach, da oben. Die Busstation kannst du im Prinzip hinpflanzen, wo du möchtest. Ja, da bauen wir hier mal hier öffentlicher Nahverkehr und so. ÖPNV. ÖPNV heißt das ja hier. So, aber ich werde mal hier ein Upgrade machen und werde jetzt die Tourismusabteilung werde ich jetzt. Moment, machen. Es beschwert sich über Abwasser, aber ich habe noch Kapazität. Der logische Zusammenhang? Keine Ahnung. Ich habe jetzt eine Tourismusabteilung gebaut, lieber Otto. Das heißt, wir werden jetzt erstmal in 5 Stunden irgendwann mal erfahren, dass wir Tourismus haben. Tja, so. Ich brauche noch ein paar Einwohner bis zum nächsten Upgrade. Strom hält sich auch in Grenzen. So, das heißt. Ja, schön, toll. Ein Klärwerk wäre jetzt toll. Das ist ein bisschen. Was will der hier von mir? Wir kommen in der Stadt mit der Kriminalität nicht mehr klar. Und da brauchen wir Streifenwagen, okay. Weil ich brauche insgesamt jetzt inzwischen 8 Streifenwagen für ein pro Tag begangenes Verbrechen. Nein, oder? 8 Gefängniszellen fast voll, sagt er mir. Das kann natürlich ein großes Problem sein. Ja, dann machen wir doch mal mehr Gefängniszellen. So, jetzt sind sie auch glücklich. Jetzt baue ich aber bloß schon mal Richtung Tourismusstadt hin. Ich habe zwar jetzt 150.000 oder 165.000 inzwischen. Jetzt brauche ich hier eine doppelte Hauptstraße. Oder wie man das nochmal nennt. Wieder mal 300 für die Müllentsorgung gekriegt. Top. Finde ich super. So. Weil ich plane jetzt inzwischen schon mein Tourismusgebiet halbwegs gut auszubauen. Ja, sollte man immer rechtzeitig machen. Wenn man weiß, wo man hin möchte. Ja, weil ab und zu weiß man das ja nicht. Aber wenn man schon mal einen halbwegs einen Plan hat, dann haut es sogar halbwegs sogar hin. Ich zum Beispiel möchte auf jeden Fall die Ärzte abbauen. Das ist Fakt.
Die können wir gut für unser Großprojekt später benutzen. So, ich bin mal wieder ohne Kohle, aber was soll's? Das ist normal. Standard in SimCity. Besonders, wenn man gerade im Ausbauen ist. Ja. Aber bei 2500 plus die Stunde geht das schon. Ich habe nur 7900. 7800. Irgendwie sinkt das hier gerade. Ja gut, solange es noch... Hebt, jetzt bräuchte er noch eine Busstation. Und dann geht es dann los Richtung Tourismus. Verdammt, das habe ich mir verbaut. Obwohl, warte mal, wenn ich die Bahnlinie hier ein bisschen lang ziehe, dann kann ich hier den Bahnhof bauen. Baue ich dann hier einen Bahnhof hin. Ja. Und dann hier das Messegelände, weil hier wird dann mein Tourismusgebiet werden. Ist ja, auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Gut, so. Gut, das seht ihr jetzt nicht, aber damit Otto ungefähr Bescheid weiß, was ich hier so nicht vorhabe. Ja, kann man ja später mal zeigen. Kann man später mal zeigen. Und das ist auf alle Fälle das Ziel. Vielleicht schaffen wir es heute noch, dass ich das Brandenburger Tor bauen kann. Weil wenn wir hier schon eh in Berlin sind, in der Gegend, genau, dann können wir hier gleich mal voll ein auf Klischee machen. Schön hier, dieses Teil. Nee, nein, nein, nee. Weiter hinten. Ja, das. Ein Brandenburger Tor? Wisch mich vor. Hä? Da ist es. Genau, das Brandenburger das Tor. Das wollen wir dahin basteln. 550.000, wenn du zusammen kriegst. Ja, also jetzt werde ich eh die Messe hinbauen werde, obwohl ich könnte eigentlich gleich mal auf das Fußballstadion sparen. Ja, das ist bei 200 ein paar zerquetschen. Das schaue ich mal gleich mal, oder? Das klingt, gibt glaube ich mehr, oder? Das Profi-Stadion haben wir. Bis zu maximal 300.000 und das. Das kostet 600 die Stunde, boah. Aber gibt insgesamt 300.000 und das andere gibt 189.000 maximal. Ja gut, okay, ich könnte es mir leisten, weil wie gesagt, knapp 8.000 die Stunde. Ja. Geht das schon, aber vorher... Die Frage ist, ob sich nicht zwei Messegelände theoretisch mehr lohnen. Nee, wenn du zwei Messegelände gleichzeitig hast, dann ist es tatsächlich so, wenn du auf beiden gleich zwei Veranstaltungen hast, dann teilen sie sich auf. Und außerdem musst du erstmal gucken, ob das Messegelände voll geht, weil wenn das nicht ganz voll geht, dann brauchst du kein zweites hinbauen. Ja, okay, das ist natürlich dann... Ich habe da schon im Baukasten ein bisschen experimentiert, deswegen weiß ich das so halbwegs. Also entweder bastle ich mir jetzt hier ein zweites Abwasserendrohr hin, oder aber ich ignoriere, dass ich ein Abwasserproblem habe und schiebe es an Dock ab. Auch eine Idee. Er hat eine Kläranlage, das verkraftet er schon. Vorstadt, sorgen Sie dafür, dass 10.000 Einwohner in Ihrer Stadt leben. Hey, supi. Trotzdem schreit das Ding. Alter. Ich darf ein Bürgermeisterhaus bauen. Yeah. Soll ich das machen oder soll ich es mir lieber verkneifen? Ich baue mal einen Busbahnhof für Doppeldecker, die französischen... Wie hier schon wieder die Zufriedenheit nach oben schnellt. Die französischen Doppeldeckerbusse baue ich jetzt hier. Die englischen. Für den lokalen Busverkehr hier, wa? Ja, genau. Nee. Oh, ich bin bei 3000 die Stunde, das ist schön. Ja, 15.000, jetzt kann man so langsam mal in Nahverkehr übergehen. Busdepot. Ja, aber wenn dann schon dann den Busbahnhof für Doppeldecker. Yep. Alter, das Ding schreit nach Abwasser und ich pumpe Abwasser schon zu dir rüber. Da war das immer noch versucht durch mein Dings rauszukriegen, das Meister. Durch mein Abwasserendrohr. Ja, ich glaube, es wäre geschickter, langsam, aber sicher. Nehmen wir es einfach außer Betrieb und jetzt wälzt sich alles zu dir ab. Zwingend. Warum nicht? So, mein Fußballstadion. Ach, das sinkt ja, glaube ich, Dings. Wie war das?
sind ja, glaube ich, sogar den Grundstückspreis, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es senkt ihn? Das senkt ihn, warum auch immer eigentlich. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ja, wegen dem Lärm am Wochenende, beziehungsweise sein, wenn da Spieler sind, aber ja. Ganz ehrlich, normalerweise ist es so, ja, man muss Sims nicht verstehen, tut mir leid. Muss man auch nicht.